den Kunden des renommierten Künstlers Sascha Chaffry gehören Leonardo DiCaprio, Madonna und Barack Obama. Derzeit stellt er sich der Herausforderung seiner Karriere. Er arbeitet an einem Bild mit dem Titel »We Stand Together, Humanity Inspired«. Damit will er Geld für wohltätige Zwecke sammeln und 5 künstlerische Weltrekorde brechen. Darunter die Kategorie »Das größte Gemälde auf Leinwand, das je gemalt wurde«. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich dachte nur, das ist cool. Ich lege eine riesige Leinwand aus und schaffe ein erstaunliches Gemälde. Das habe ich mir gedacht. Ich bin es gewohnt, große Gemälde von etwa 6 Metern zu schaffen. Für jeden Künstler ist eine 6-Meter-Leinwand groß. Lange hatte ich dafür keine Eingebung. Plötzlich gab es diesen Moment. Wegen Covid-19 wohnte der in Dubai lebende britische Künstler während der Schaffensphase vor Ort im Hotel. Meiner Meinung nach steuerten wir auf etwas viel Schlimmeres als Covid-19 zu. Die Menschheit lief nicht mehr rund. Wir hatten ein großes Problem. Jetzt haben wir Covid-19. Die Krankheit ist ein Gleichmacher. In finanzieller Hinsicht, gesellschaftlich, in jeder Hinsicht ist sie der große Gleichmacher. Alle Menschen sind plötzlich gleich. Jede Frau, jeder kann daran erkranken. Dieser Weckruf war nötig. Aber es ist auch eine Tragödie. Menschen sind daran gestorben. Kinder weltweit sind aufgefordert, ihre eigenen Kunstwerke zum Thema Isolation und Verbindung einzureichen. Sie sollen Teil des Gemäldes werden. All diese Portale werden voll mit den eingeschickten Zeichnungen und Kunstwerken der Kinder sein. Die Idee ist, dass man durch diese Portale in eine bessere Welt schaut. Und man erreicht sie durch die Herzen, den Verstand und die Seelen der Kinder dieser Welt. Nach der Fertigstellung wird das Werk versteigert. Man hofft, dass das Kunstwerk über 20 Millionen Euro einbringen wird. Mittel, die der Bildung von Kindern zugutekommen sollen. Außerdem sollen Krankenhäuser und medizinisches Personal unterstützt werden. Es soll niemand kaufen, der es in einem Safe lagert und 4 Jahre später verkauft. Das ist nicht mein Verständnis von Kunst. Es soll die Menschen berühren. Ich möchte, dass jemand vor meinem Bild steht und weint. Künstler sind mit Blut, Schweiß und Tränen bei der Sache. Die Hingabe für sein neuestes Meisterwerk bewies Sascha Chaffry mit Schmerzen im Becken, in den Füßen und im Rücken.